Dann schauen wir doch mal. Da ist eine Falle. Da ist ein Raider. Deko. Preston. Warte. Ja, keine Flaregun hier drin. Eine Granate vielleicht. Wir haben irgendwas erwischt. Ich sehe keinen mehr. Also da. Da war jemand. Und wo eine Falle ist, sind mehr Fallen. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist das da? Das ist ein Turm. Wo geht's da rein? Nur durch die Tür, hm? Tom. Nun warte, wir können auch so rum. Nee. Hier, Sackers, okay. Dann hier durch. Da ist er. Was bist du für einer? Das wäre jetzt ein Zeichen für dich. Wenn er denn kommt. Okay. Ah, fuck. Du bist derjenige, der gerade nicht pusht. Okay, warte. Cannot disarm. Ja, super. Wir können versuchen, ihn anzulocken. Das hat auch vorhin nicht schon funktioniert. Au, au, au. Nee, kommt nicht. Wenigstens Caps. So. Echt nicht rauskommen, ne? So, was haben wir da? Arm. Damit hoffentlich dann seine Shotgun nicht mehr will. Oh, das waren ordentlich viele Treffer. Gute Arbeit, Preston. Wo ist der jetzt? Oh. Ja, ich auch, Preston. Zu spät. Noch einer? Denke nicht. So, was haben wir? Eine Axt. Nimm die einmal kurz mit. Oh doch, da ist noch jemand. Axt wieder zurück. So. Steckst du dich auf Klo oder bist du oben? Oben. Pistole hat noch 4 Schuss. Gewehr ist in engen Räumen nicht wirklich gut. Da kommen sie. Da ist noch so ein Dicker bei. Gib ihm. Au. Okay. Nee, da oben war's noch. Was denn? Ist jetzt sicher? Wir gehen ganz nach oben durch. Ja, da ist noch wer. Können wir irgendwo durchschießen?
Was hast du da? Okay, warte. Hast du Pfosten? Da hast du selber Schuld, Preston. Oh, dachte ich schon, ich muss dir eine Spritze geben. Ja, ich denke, Minen und Granaten und so sind bisher unsere Todfeinde. Ich sehe sie nicht und Markus kann sie nicht entschärfen. Das macht kein gutes Team. Ist noch weiter hoch. Sollte öfters mit Watz checken, ne? Da geht's hoch und raus. Okay. Okay, das Gebäude sollte sicher sein. Gucken wir doch mal, was wir jetzt hier Schönes haben für die ganze Mühe. Und wir sollten es auf jeden Fall bandagieren. 8 und da gleich reingucken. Permanent 10% mehr Erfahrungspunkte. Bei Überzeugung von Männern? Okay. First Aid. Wird alles brauchen, ne? Na, Hälfte, ist okay. Sollte auch abhängig sein von unserem Medic Skill. Wir haben jetzt schon öfters Bücher gefunden, die unseren Medic Skill erhöht haben. Sollte okay sein. Gabel und Toaster. Klassische Kombi. Sind die was wert? Geht so, ne? Aber sie sind in der Nähe von Diamond City. Also eventuell können wir solche Sachen da verkaufen. Das heißt jetzt nicht alles schrotten, sondern ein paar Sachen mitnehmen, die was wert sind. Da einmal knacken, bitte. Jupp. Duct Tape, sehr schön. Rechtes Bein, das wird schwer sein, richtig. Wir sollten Wilson rufen. Hey Wilson, wir haben für dich... Ja, nice. Okay, warte. Auto-Scavenging. Und... Auto-Transport. Also er sollte jetzt alles in seiner Umgebung scannen und taggen. Und wenn wir das Gebiet verlassen, dann sammelt er die Sachen ein und bringt sie nach Hause. Wir sollten ihm auch bald eine neue Energie geben. Ja. So, Rammschrein. Dann bekommst du auch noch das komische Bein da. Die beiden Sachen verkaufen wir. Die Baseballbett verkaufen wir auch. Swatter. Nicht, dass Markus das schon mal gehört hätte, aber das ist irgendeine Vision von einem sehr interessanten Typen. Wir haben noch ziemlich viel Gewicht. Woran liegt das? Also ja, die wiegen normal Nummer 12. Unsere normale Ausrüstung kostet auch gut was. Die Pistole könnte eigentlich weg, aber nee. Ist okay. Danke, Wilson. Ist das jetzt schon getaggt? Ja, hier. Tagged for Retrieval. Besondere Sachen oder teure Sachen, wie jetzt Spritzen und dergleichen, die werden nicht getaggt. Also ich denke, alles, was Maxine für uns hervorhebt. Aber so muss ich jetzt nicht, wenigstens nicht jede leere Glasflasche und jede Dose einzeln aufheben. Das sollte jetzt ab sofort Wilson für uns durchgehen machen. Ja, also hier... Tag der, aber die Flaschen drin halt nicht. Die Leichen auch nicht. Das macht ja auch Spaß, ne? Zu gucken, was in den Leichen drin ist. Und Tresoren und so weiter. Das kann mit... Nix wert 13. Ja, komm. Das läppert sich auch. Wir wollen dann, wenn schon, die Händler in... Diamond City ordentlich ausnehmen. Nein, ich... Ja, ich wollte den Helm eigentlich noch rausnehmen, ist okay. Teddy wurde getaggt. Sehr gut. Lockbox. Oh, ein Stimpack. Das sind 400 Caps oder so. Wenn man es kaufen würde. Hä?
Handmade Flash Grenade. Zeig mal die anderen Sachen. 27 Wert, Jet nehmen wir mit. Ein Buch, Bücher kommen immer mit. Die Shotgun ist nicht beschädigt. Nehmen wir auch. Die ganze. Ich dachte echt, er hätte eine Raider Power Armor an, ne? Aber nein, es ist einfach nur eine schwere Rüstung. Und wer? Du warst eine sehr zähe Lady. Lady. Mit Schrotten. Ein Wodka. Hier war noch genau eine große Kiste. Und ein Tresor. Wir haben auch schon recht viele von den Lockboxes inzwischen bekommen. Da müssen wir bei Zeit, wenn wir mal zu Hause sind, gucken, ob wir irgendwas davon knacken können. Wobei, die brauchen jetzt schon 80 Hacking Skill. Die gehen schnell. 140 und 80. 80 können wir noch nicht, ne? Nee, aber bald. Und diese sind halt ein Grund dafür, dass man auch später noch Schlösserknacken trainieren sollte, in Anführungszeichen, wenn man die Perks denn über hat. Ich mache mal altmodisch. That's it. Military grade circuit board. Hey, look at that. Ja, das ist selten, das Circuit Board. Und der Computer war nur dafür da, die Türme zu deaktivieren wahrscheinlich und das Teil zu öffnen, das können wir also sparen. Ich glaube, damit sollten wir hier fertig sein. Und hier war der ganze Eingangsbereich noch, ne? Big Bada Boom. Fuse. Aufpassen auf Minen. Hier ist Geld. Alles getaggt. Irgendwas Besonderes in der Ausstellung hier noch? Ich denke, ich komme später auch nochmal her. Um sicherzustellen, dass alles mitgenommen wurde. Ist Wilson noch da? Nee, ne? Drop. Ja, ist fast nichts wert, fast nichts wert. So. Shotgun. Die würde ich schon ganz gerne zerlegen. Wir können scrappen. Junk Scrapping. Kurz nicht bewegen. Können wir schon mal gucken, ob hier irgendwas rumliegt. Nichts gescrappt. Wow. Okay, dann das andere. Field Scrapping. Da hätte ich ganz gerne die Shotgun. Das war's schon, ne? Die anderen Sachen wollte ich verkaufen. Baseball Cap vielleicht noch. Ja, Shotgun erfolgreich zerlegt. Sehr gut. Sonnenbrillen können da bleiben. Ne, restlichen Rahmen schule ich später. Jetzt gehen wir erstmal raus und arbeiten uns vor in Richtung Diamond City, um da Ramsch zu verkaufen und sehr viel anzugucken. Wir brauchen noch unbedingt einen Außenposten, der näher dran ist, damit wir, wenn wir das nächste Mal zu Hause sind, ganz viel Ramsch raussuchen können zum Verkaufen und dann direkt hier hinspringen. Also ich glaube, Zigaretten, Zigarren und solche Sachen sollten noch da sein. Plus recht viele Waffen, die wir nie wirklich nutzen und bestimmt was wert sein könnten. Ja. Oh genau, über uns ist immer noch ein Turm. Den hätten wir eventuell deaktivieren können. Ballern wir nächstes Mal einfach ab, hm? So. Oh, Preston, aus! Wir müssen weiter nach Westen und Süden. Irgendwas mitnehmen? Nein. Einfach in Richtung Schüsse, hm? Ja, und die werden jetzt auch automatisch getaggt. Was. Das wiederum ist ein bisschen schade, weil das mag ich echt. Aber wir sollten jetzt die Appliances bekommen. Ich kann mal kurz testen. Wir haben gerade nichts im Junk.
Wenn wir das Gebiet verlassen, müsste da was aufploppen in unserem Inventar mit Appliances. Das sieht nach Wachen aus. Wachen gegen Supermutanten. Blutige Wachen. Einen habe ich. Make every shot count. Was für eine Hardcore-Wache da vorne mit einem Baseballschläger gegen Supermutanten. Und so geil ist der. Ungewöhnliche Supermutanten. Verschanzt sich und schießt aus einem klitzekleinen Schlitz raus. Oh, hi. Da ist er. Mist, wir kommen hier erst nicht ran. Einmal komplett rumrotieren. Hi. Echt, du wärst da drin. Sind das alle? Okay. Ja, gern geschehen, Jungs. Excuse me. Damn. Not afraid of mutants, huh? You're our kind of guy. Gern geschehen. So. Plasma Cartridge. Preston mochte das auch. Ein Combat Plasma Rifle. Wir haben jetzt schon keinen Platz mehr. Ja, was ist mit Preston? Du willst doch ganz bestimmt eine wir geben ihm keine Waffen, also keine Granaten und so in die Hand, die würde er noch glatt nutzen. Du kannst mal kurzfristig die Baseball-Bat halten. Ganzen Helme hier. Traveling Coat, das sieht schon besser aus. Fleisch, Plasma-Gedöns. So. Zeitnahes Plasma-Gewehr. Weapons. Also unser Hunting Rifle macht gerade 55 Schaden. Mit dem kleinsten Kaliber, das das Gewehr haben kann. Das Ding macht 37. Ist aber auch beschädigt. Würde eigentlich deutlich mehr Schaden machen. Sieht schnieke aus. Schon fast wie ein Combat Rifle, ne? Also basiert da drauf. Ja, anderen Mal. Wenn es repariert ist. Wenn Markus es überhaupt schon reparieren kann. Also er ist ja Bleacher und so, ne? Aber Science haben wir, glaube ich, noch nicht so hoch. Ja, yeah. Mal gucken. Wir folgen einfach unauffällig mal den Pfeilen. Ja, hier ist schon sicherer. Wir hätten die Mutanten auch einfach hier hinlocken können, ne? Naja. Diamond City. Da, Wilson, transporting 20 items. Achso, die haben wir jetzt nicht im Inventar. Die werden natürlich gleich nach Hause gebracht. Ja, okay. Aber es sollte funktionieren. What do you mean you can't open the gate? Stop playing around, Danny. I'm standing out in the open here for crying out loud. I got orders not to let you in, Miss Piper. I'm sorry. I'm just doing my job. Ooh, just doing your job. Protecting Diamond City means keeping me out, is that it? Oh, look, it's the scary reporter. I'm sorry, but Mayor McDonough's really steamed, Piper. Saying that article you wrote was all lies. The whole city's in a tizzy. You open this gate right now, Danny Sullivan. I live here. You can't just lock me out. Is this normal here? Damn it, Danny. Open up! Hello? You. You want into Diamond City, right? I just got here, but yeah. Shh. What's that? You said you're a trader up from Quincy? You have enough supplies to keep the general store stocked for a whole month?
You hear that, Danny? You gonna open the gate and let us in, or are you gonna be the one talking to crazy Myrna about losing out on all the supply? Jeez, all right. I need to make it personal, Piper. Give me a minute. Better head inside quick before old Danny catches on to the bluff. Das ist gut Verteidigung, Mensch, oder? Ladies first. You first. Wouldn't have it any other way. Piper, who let you back inside? I told Sullivan to keep that gate shut. You devious, rabble-rousing slanderer. The level of dishonesty in that paper of yours. I'll have that printer scrapped for parts. Ooh, that a statement, Mr. McDonough? Tyrant mayor shuts down the press. Why don't we ask the newcomer? You support the news? Because the mayor's threatened to throw free speech in the dumpster. What newspaper are you talking about? Mine. Public Occurrences. And we're the hard look at the truth. So are you with us or not? Das ist schwer zu sagen, wenn man es nicht kennt. Aber allgemein ist schwer zu sagen. Nee, geht uns nichts an. This really isn't any of my business. Oh, I didn't mean to bring you into this argument, good sir. No, no, no. You look like Diamond City material. Welcome to the great green jewel of the Commonwealth. Safe, happy, a fine place to come. Spend your money, settle down. Don't let this muckraker here tell you otherwise, all right? Whatever, I'm not going to be here long. Another see no evil type. You'll fit in just fine with all the inept guards. Now, was there anything particular you came to our city for? Not really your business. Well, whatever you do, don't bother going to Diamond City Security for help. I've had enough of this, Piper. From now on, consider you and that little sister of yours on notice. Yeah, keep talking, McDonough. That's all you're good for. Hmm, a big Diamond City welcome from the mayor. You feel honored yet? Look, I gotta go get settled in, but, stop by my office later. I have an idea for an article you'd be perfect for. Gut. Scheint ja doch recht kompliziert hier zu sein. Aber wir werden nicht sofort zu ihr gehen. Wir sind nur hier, um Handel zu treiben, nach Arbeit zu gucken, um an mehr Caps ranzukommen, bisschen Ausrüstung. Und dann verziehen wir uns auch schon wieder erstmal nach Hause. Und wir könnten hier auch nach Sean suchen. Aber das wird zu lange her sein. Da wird kaum noch einer was wissen. Aber schieben wir nach hinten. Hoffen wir mal, dass die Uhrzeit stimmt. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie spät wir es haben. Wegen Geschäften. Mayor McDonough has always been against the Minutemen. I never quite understood why. Er hier? Okay, gut zu wissen, Preston. Read all about it. Are Sims replacing people? Is your neighbor really human? Read all about it. Was? Hey, sweetie. Free paper to newcomers. If the Institute grabs you in the night, at least we warned you. Klingt ein bisschen nach Panikmache. Ah, von Piper geschrieben, also die Frau, die wir gerade am Eingang getroffen haben. Noodles, wir alle essen sie, wir alle lieben sie. Und Diamond Cities Power Noodle wurden... Was? Okay, sie holt ziemlich aus. Wir haben keine Zeit für sowas. Irgendwann mal. Das sind die Power Noodle, ne? It's that secretary of his, her and her perfect hair. Mm-hmm. The mayor's secretary. Come on, Ma. I cut her hair myself. Sind alle völlig paranoid hier, ha? Protection for sale. Waffen. Waffen. Hey there. Hey. You're the new guy, right? Right here. Depends on who's asking. Name's Arturo. I sell protection if you're looking to buy. Mm-hmm. I'll take a look, sure. Don't forget to stock up on ammo. Ja, Ammo wird viel zu teuer sein, denke ich mal.
Ja, definitiv. Oh, wir haben sogar ein paar Zigarren und Zigaretten dabei. Sehr schön. Verkaufen, verkaufen. Flashgrenade ist noch 3 wert. Ja, wir müssen gleich von Preston noch das andere Zeug holen. Oh, die haben auch gut Geld hier, das ist schön. Waffen. Waffen selbst nichts unbedingt so. Das Angebot ist nicht sehr groß an verschiedenen Waffen. Muni wäre eher interessant und Schwarzpulver. Ja, nehmen wir Schwarzpulver. Ein Pack. Kurz Hey, Preston. Das hat Markus doch irgendwo schon mal gehört in Visionen, ganz bestimmt. Dich. So. Bin ich bei. Verkaufen. So, du willst doch ganz bestimmt eine Baseball-Bat. Er kauft das nicht. Was zur Hölle? Ja, kauft einfach nicht die Rüstung. Wir müssen einen anderen Laden dafür finden. Das ist schade. Pipebomb. Macht wenig Schaden, ne? Ja, komm weg damit. Waterpipe bringt nix. Board bringt nix. Ne, das war's schon. Was ist mit dir? Willst du schäbige Rüstung kaufen? You? I don't know you. Just keep your distance. Keep calm. I'm standing still. That's exactly what a synth would say. But I don't know. Are you really, human? Human as the day I was born. Well, you do look human enough. I'll be watching you. I have eyes like a... Well, they're good eyes. Got it? All right. We can do business, but no funny stuff. Nein. Let's see what you've got. Here's what we got. Und hier nimm mein komisches Zeug. Ah ja, sie kauft das. Sehr gut. Weg. 25 Caps ist nicht die Welt, aber ist okay. Den anderen Ramsch müssten wir zerlegen oder so loswerden. Wein. Sie hat noch viel mehr Caps. Okay. Hundefutter behalten wir. Das ist kriegswichtiges Material. Können wir Köder draus machen und Burger. Adrenalin-Injektor haben wir meistens zu viel. Ich glaube, zu Hause haben wir davon auch noch welche. So, 121. Das klingt doch super. Sind wir wieder bei 1500 rum. So, was haben wir hier noch? Also, es gibt so eine Art Bar, die von einem Roboter betrieben wird. Wir haben... Gemischtwarenladen, wir haben Waffenladen, wir haben eine andere Art von Waffenladen. Das hier unten sieht aus wie Klamotten, vielleicht auch Rüstung, aber wir sind eigentlich relativ gut abgedeckt, was Rüstung angeht. Ein Arzt ist sehr gut. Drogen. Und das scheint es hier im Eingangsbereich auf jeden Fall schon mal gewesen zu sein. Oh, ja, schnacken wir ein bisschen, ne? Got Kim's right here for you, brother. Looking for a job, if you got one. Yeah, I got something. Looking for a mutated fern, if you find any. I hear some grows out near Forest Grove Marsh. Natural radiation sucker. Be great for cooking Rad X or Rad Away. Sweeten the deal with some money, and I might be interested. All right, how about 125 caps? Oh, Preston mochte das nicht. Come on, make it worth my while, Solomon. You are one righteous talker. 150 caps. Oh. Mutated fern. Sounds good. Cool. Das mochte Preston jetzt wieder? Du bist ein sehr komischer Chaos, weißt du das? Außerdem können wir nicht einfach jedem so helfen. Wir brauchen auch, ne? Caps und Ausrüstung und all so ein Zeug. Ja, wo wäre das? Bring Mutated Fern. Ist in der Nähe von Uberland Station.
Unter der Water Treatment Plant. Das klingt gut. Aber halten wir erstmal im Auge. Und die restlichen Sachen hier in Diamond City gucken wir uns nach und nach an. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns eher in der Gegend um. Ja. Schauen wir uns in der Gegend um, ob wir hier irgendwo ein Gebäude oder dergleichen für uns in Anschlag nehmen können, dass wir dann schneller hier zurückkommen können. Und allgemein gucken, was in der Nähe ist. Also direkt um die Stadt herum sollte es ja eigentlich einigermaßen sicher sein? Nee, auch nicht wirklich. Ich meine, wir hatten gerade einen Mutantenangriff 20 Meter weiter. Ja, einfach umschauen. Bisschen scouten, wird nicht schaden.